بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليكم السلام الحمد لله على سوكم بيت الله الله sei Dank wir danken ihn dafür dass er uns zum Muslimen gemacht hat und wir danken Allah dafür dass er uns heute hier in die Moschee gebracht hat wir danken Allah für das Gebet das er inshallah von uns angenommen hat. Wir danken Allah für die Eltern, die er uns gegeben hat. Wir danken Allah für unsere Gesundheit, die er uns gegeben hat. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was er uns gegeben hat. Denn wenn wir jede einzelne Sache extra aufzählen würden, was Allah uns gegeben hat, dann würden wir hier nicht fertig werden. Liebe Geschwister, liebe Brüder und liebe Schwestern, ich möchte heute etwas Bestimmtes mit euch machen. Diese bestimmte Sache, da möchte ich euch dahin führen. Zunächst einmal, jeder von euch ist entweder Schüler oder ist entweder macht er gerade eine Ausbildung oder er studiert gerade oder er arbeitet schon oder er macht gar nichts. Egal was von diesen Sachen. Und man hat uns erklärt, dass man zuerst einmal in den Kindergarten geht und dann geht man vielleicht in die Vorschule. Und dann geht man vielleicht in die Schule. Bis dahin ist alles noch so mehr oder weniger Standardprogramm. Und dann nach der Schule, man geht entweder direkt arbeiten oder man macht irgendeine Ausbildung oder man macht ein Studium und danach will man arbeiten. Und was macht man dann, wenn man gearbeitet hat? Rente, ja. Frührentner oder Normalrentner. So, wie geht es dann weiter? Aber tot, ja. Also auf jeden Fall, das alles hat ein Ende. Egal welchen Weg man geht, am Ende, man wird ankommen, da wo man ankommen soll. Und das soll keine Demotivation sein. Ich will nicht mit euch über den Tod sprechen, sondern ich möchte nur darüber sprechen, dass wir haben in unserem Leben einen Plan. Wir wissen schon, was wir machen wollen. Und wenn du heute jetzt zum Beispiel in die Universität gehst, hier in Heilbronn gibt es auch eine Hochschule, es ist fast das gleiche wie Universität. Wenn du dorthin gehst und du möchtest irgendwas studieren, dann sagen sie zu dir, das kannst du nicht machen, bevor du nicht. Was brauchst du, um zu studieren zu können? Braucht man ein Abitur. Vor Abitur, du kommst nicht in die Universität rein. Du kannst reingehen. Mit dem Körper, aber du darfst nicht dort lernen, nicht dort studieren. Bevor du dein Abitur gemacht hast, nach 12 Jahren heutzutage, nur noch 12, haben sie von 13 auf 12 reduziert, weil sie gemerkt haben, dass ein Jahr völlig unnötig ist. Nach 12 Jahren, bevor du dieses Abitur bekommst, musst du alle anderen 12 Klassen vorher gemacht haben und so weiter und so fort. Das heißt, es baut sich alles aufeinander auf. Wichtig ist für uns, liebe Geschwister, auch unser Iman und auch unser Islam, baut aufeinander auf. Ich erzähle euch mal etwas, eine schöne Geschichte. Und zwar, diese Geschichte hat uns berichtet ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der hieß Abdullah. Heißt jemand von euch hier Abdullah? Oder Abdullah? Aha. Oder Abdullah. Ja. Es gibt verschiedene Versionen dieses Namens. Auf jeden Fall, richtig heißt es Abdullah. Und dieser Mann, Abdullah, da gibt es natürlich viele davon. Auch viele Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, hießen Abdullah. Dein Vater, als er dich Abdullah genannt hat, nach welchem Abdullah hat er das gemeint? Du weißt nicht, wie du warst. Ha? Also das glaube ich eher nicht. Glaube ich nicht, der Prophet, sein Vater. Also dein Papa wird schon ganz rot und schämt sich. Weißt du es nicht? Es gibt viele. Es gibt Abdullah Ujalan. Kennst du den? Es gibt Abdullah, weiß nicht was. Kennst du irgendeinen Freund des Propheten, der Abdullah hieß? Sag mal so. Zu viele auf einmal. Ja. Oder fragen wir seinen Vater direkt, was hieß sein Vater so, sein Opa so oder wie was? Nee, also nach dem Hadith,
Sehr schön, mashallah. Das ist auch eine gute Motivation. Ja? Die schönsten Namen bei Allah sind die Namen, die alle anfangen mit Abd, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ilah, Abdul Alim, Abdul Musawwir, Abdul Muhaymin. All das sind die schönsten Namen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gab auch Freunde vom Propheten, die hießen so Abdullah, logischerweise. Und zwar einer von ihnen war Abdullah, der Sohn von Umar, radiallahu ta'ala anhu. Dieser Mann sagt Folgendes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal zusammen mit seinen Freunden. Und dann kam jemand, und diese Person, da kam ein Mann, und hat sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesetzt. Und dieser Mann, keiner von denen, die da saßen in der Sitzung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, keiner von ihnen kannte ihn. Okay? Und der hatte ganz weiße Kleider an. Und der hatte ganz schwarze Haare. Das ist nichts Besonderes. Aber was besonders ist, keiner kannte ihn und man hat auch nicht gesehen, dass er irgendwie eine lange Reise hinter sich gab. Früher natürlich, es gab kein Flugzeug, es gab kein Auto und so weiter. Das heißt, wenn jemand von irgendwo von einer anderen Stadt gekommen ist, um zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kommen, dann würde man sehen, seine Kleider sind wieder dreckig oder seine Haare sind, zersaust. Oder seine Haare sind verstaubt. Oder irgendetwas muss man, irgendwelche Anzeichen muss man sehen. Aber das konnte man bei dieser Person gar nicht erkennen. Dann hat er sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hingesetzt und hat ihn gefragt. Der hat ihm bestimmte Fragen gestellt. Und ich bin sicher, viele von euch kennen diese Geschichte schon. Der Mann hat dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist eigentlich der Islam? Was ist der Islam? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geantwortet und gesagt, der Islam bedeutet, dass du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das heißt, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Dann sagt er, und zweitens, dass du das Gebet verrichtest, dass du betest. Drittens, dass du Zakat zahlst. Das heißt, Leuten, die Geld brauchen, zum Beispiel, dass du denen Geld gibst. Viertens sagte er, dass du fastest, im Monat Ramadan fastest. Und fünftens, dass du Hajj machst. Das war die erste Frage. Die erste Frage war, was ist der Islam? Dann fragte der Mann ihn, natürlich nachdem der Prophet die Frage beantwortet hat, hat der Mann gesagt, du hast recht. Der Mann hat gesagt, du hast recht. Obwohl er die Frage gestellt hat, hat er gesagt zum Propheten, du hast recht. Dann sagte der Prophet, dann fragte er ihn, was bedeutet Iman? Iman. Wenn jemand von euch irgendein Wort das nicht versteht, von dem, was ich sage, wir können das direkt besprechen. Ich kann gleich die Hand heben und fragen, und das ist kein Problem. Okay? Iman, wie würdest du Iman übersetzen? Kennst du das Wort Iman? Ja? Nein? Du? Wie würdest du es übersetzen ins Deutsche? Was ist ein Mu'min? Ja, so würde man das mal was übersetzen. Ne? Das ist der Glaube, das ist, warum wir glauben, richtig? Das ist der Iman. Der Prophet wurde gefragt, was bedeutet Iman im Islam? Was bedeutet islamisch gesehen Iman? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es bedeutet, dass du an Allah glaubst, an seine Engel glaubst, an die Bücher glaubst von Allah wie Koran und so, dass du glaubst an die Propheten und die Gesandten, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi wasallam, Musa alaihi wasallam. Dann sagt er, und dass du auch glaubst an die göttliche Vorherbestimmung und dass du glaubst an was, das sechste? An Yom al-Qiyam, an Tag der Auferstehung. Was heißt Tag der Auferstehung? Also der Tag, der, alle Menschen, also wieder lebendig werden. Richtig. Genau. Nachdem alle tot waren, sind sie plötzlich wieder lebendig. Und dann hat der Mann wieder gesagt, du hast recht. Du hast richtig beantwortet. Dann hat er ihm eine dritte Frage gestellt. Hat er ihn gefragt, was bedeutet etwas auf die schönste Art und Weise zu tun? Auf Arabisch Ihsan. Hat er gesagt, was bedeutet das, dass man etwas auf die schönste Art und Weise tut im Islam? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das bedeutet, dass du, wenn du betest, betest du so, als würdest du Allah subhanahu wa ta'ala vor dir sehen.
Und dann sagt er, aber du kannst ihn natürlich nicht sehen. Aber trotzdem denk daran, er kann dich sehen. Denk daran, Allah kann dich sehen. Noch einmal, was war die erste Frage, die der Prophet ihm gefragt hat? Abdullah. Was ist der Islam? Was ist der Islam? Was ist die zweite Frage? Was ist Iman? Was ist die dritte Frage? Ja, wie dient man Allah auf die beste Art und Weise? Ja? Auf Arabisch Ihsan. Ihsan. Wie macht man das Ganze am besten? Und was ich damit sagen will ist, du kannst nicht es auf die beste Weise machen, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Deswegen musst du wissen, was du machen sollst. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal erklärt, dass du beten musst, fasten musst, Zakat machen musst, Hajj machen musst und so weiter. Und das ist das Gleiche in unserer Religion. Unsere Religion, wenn du gläubig sein willst und ein guter Muslim sein willst, ein starker Gläubiger sein willst, dann musst du erst einmal von klein anfangen und dich hocharbeiten. Also wenn einer kommt und sagt, ich bin Muslim und gläubig und weiß nicht was, und du fragst ihn, ja, was machst du eigentlich zu Hause? Sagt er, ja, ich zu Hause, ich mache eigentlich gar nichts. Also ich gucke Fernsehen und ich lese Comics und ich bete aber nicht. Und ich mache eigentlich gar nichts islamisch. Ja? Dann sagen wir, das kann nicht sein. Sondern man fängt erstmal mit den wichtigsten Sachen an und danach arbeitet man sich so hoch und stärkt seinen Iman. Und das ist, will ich euch mitteilen. Und übrigens, die Sachen, die ich heute sage, ist nicht nur für, vielleicht, wie manche Leute denken, ein Vortrag nur für Jugendliche. Nein. Weil die Themen, die wir heute ansprechen, sind so wichtig, dass sie für jeden Muslim entscheidend sind. Auch, ob Frau oder Mann, vollkommen gleich. Ihr müsst wissen, liebe Geschwister, besonders in der Schule und besonders auch in der Universität, aber da ist man auch schon ein bisschen älter, die Leute heutzutage, viele Leute haben, wenn du zum Beispiel auf deine Freunde guckst, sie haben bestimmte Interessen. Was machen die Leute in ihrer Freizeit? Jetzt frage ich natürlich eher die jüngeren Leute. Okay? Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Bitte schön. Sie gehen raus und schwimmen. Schwimmen, gut. Verstanden. Doch? Richtig, ja. Du meinst jetzt dich oder meinst du jetzt deine Freunde in der Klasse? In der Klasse, ne? Wie heißen sie? Markus? Thomas? Ich habe einen Freund, der ist Tobias. Tobias, ja. Gut. Wie alt bist du eigentlich? Sieben. Schon. Und du, wie alt bist du? Elf. Und was hast du so in deiner Klasse? Was haben die so für Interessen? Was, worüber unterhalten sie sich meistens in der Klasse? Reden über andere. Reden über andere? Also schlecht. Ah, ziehen über sie her, lästern über sie. Ah. Und was noch? Ja, sonst eigentlich fast nicht. Unterhalten sie sich nicht über, zum Beispiel über Fußball oder über Fußballkarten. Ja. Unterhalten sie sich auch manchmal zum Beispiel über Kino? Das eigentlich nicht. Nicht? Oder über Fernsehen? Aber manchmal machen wir was aus zusammen. Wo sie ausgehen zusammen. Über Fernsehen unterhalten sie sich manchmal? Diese Fernsehsendungen. Was die angeguckt haben gestern. Aha, aha. Und du? Wie ist es bei dir? Ihr seid in der Klasse stumm? Nein, wir reden eigentlich nur über Schwieg. Das ist so eine Internetseite, wo man sich halt so mailen kann, aber nicht mit einem Handy. Okay, okay. Ich bin eigentlich nicht bei dir, machen. Und wie alt bist du? Elf. Elf, zwölf und sieben, ja? Und du? Ja, und redest du dann mit denen oder eher nicht? Nicht? Seid ihr in der gleichen Klasse? Ah, Mashallah, das ist schön. Also habt ihr, gibt es noch mehr Muslime in eurer Klasse als ihr beiden? Ja, nur einen, aber der glaubt nicht an. Der ist schwanger. Der glaubt nicht an was, musst du sagen? Ey, der ist ja kein Muslim, kann ich ja nicht. Aber zum Beispiel letztendlich nur die Tage aus, die, an denen wir zum Beispiel Ramadan haben, damit er keine Schule hat. Damit er keine Schule hat? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, also, als ich Schule hatte, ich muss trotzdem in die Schule gehen in Ramadan auch. Darf man bei euch zu Hause bleiben in Ramadan? Ich meine, Zuckerfest.
Eid. Ah, Bayram. Aha. Okay, okay, mashallah. Toll. Ja. Also, heißt es, diese Interessen, die sie haben, das ist ja teilweise auch nicht weltbewegendes, ja. Nur, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die waren nicht alle so irgendwie ganz alte Leute, die einen großen, langen, weißen Bart gehabt haben und die nur in der Moschee gesessen sind und die nur die ganze Zeit also sich über Religion unterhalten haben. Nein, die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die waren auch sehr junge Leute. Das heißt, es gibt, du bist 7 Jahre alt, ne? Wie heißt du nochmal? Murad. Der Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Al-Hassan, ja, der ist, als der Prophet gestorben ist, war ungefähr so alt wie der Bruder Murad. Ungefähr so alt. Ja. Und könnt ihr euch vorstellen, und der Al-Hassan, dieser Al-Hassan und sein Bruder war der Hussein. Al-Hassan und Al-Hussein sind zwei Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Hassan ist derjenige, radiallahu anhu, der uns etwas überliefert hat, was kein anderer überliefert hat von den Sahaben. Obwohl er so jung gewesen ist. Und zwar, wer weiß es, was er uns überliefert hat? Welches Dua? Dua al-Qunut. Das Dua, was wir im Wuttergebet verrichten. Das Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallit. Dieses Dua hat nur Al-Hassan radiallahu anhu überliefert. Obwohl er so klein war. Ja? Auch ein anderer Sahabi, hieß An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, war auch sehr klein, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und der hat uns diesen berühmten, eines der wichtigsten Hadithe auch überliefert, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass es im Herzen gibt es im Körper gibt es ein Stück Fleisch. Wenn dieses in Ordnung ist, dann ist alles am Menschen in Ordnung. Und wenn dieses schlecht ist, dann ist alles am Menschen schlecht. Und da sagt er, das ist das Herz. Und deswegen dieses Herz, und der Hadith, der Anfang, der Hadith, den kennen wir alle, der sagt, dass was haram ist, ist klar und deutlich, und was halal ist, ist klar und deutlich, und es gibt dazwischen Dinge, die nicht klar sind, die unklar sind. Ja, Mushtabihat. Und das will ich damit sagen, also die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben schon im jungen Alter mitgemacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als einmal Abdullah ibn Umar, der ich von euch am Anfang erzählt habe, der wollte einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit auf Reise gehen. Und dann hat der Prophet ihn angeschaut, hat ihn gesagt, nein, du bist noch zu klein. Und dann kam ein Jahr später noch einmal und wollte wieder mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgehen, unterwegs, lange Reisen, auf gefährliche Reisen. Und trotzdem, dann hat der Prophet ihm gesagt, okay, jetzt darfst du. Da war dann 15 Jahre alt. Ja? Also mit 14 wollte er schon unbedingt mitmachen, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Da'wa machen, den Islam verbreiten, egal was machen für den Islam. Ja? Und der hat nicht irgendwie angefangen, dann mit 20, 22, 25, 30, 40 Jahren angefangen, erst den Islam auszuüben, sondern eben schon von ganz klein auf. Ja? Warum nicht? Wer war sein Vater? Sein Vater war Umar, radiallahu anhu. Das ist die Sache. Ne? Kommt immer darauf an, wie die Erziehung natürlich ist bei solchen Angelegenheiten. Liebe Geschwister, ich möchte auch ein paar Worte verlieren, auch ein bisschen, vielleicht ein paar ältere Leute. Wir haben heutzutage viele falsche Vorstellungen. Und manche dieser falschen Vorstellungen haben wir mitbekommen, weil wir einfach in einem bestimmten System aufgewachsen sind. Diese falschen Vorstellungen sind, dass man diesen Lebenslauf durchmachen muss, den ich vorhin gesagt habe. Man fängt mit der Schule an, dann Kindergarten, Vorschule, Schule, weiß nicht was, geht weiter bis zur Rente, bis zum Tod. Diese Sache macht jeder durch und das ist ganz normal und die Sache ist erledigt. Aber man vergisst eben, dass wenn man das macht, dann ist man nicht glücklich, dann ist man nicht zufrieden. Dann hat man nicht das erreicht, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt und man wird auch im Leben keine Erfüllung finden. Die Erfüllung findet man hauptsächlich im Islam. Dadurch, dass du Muslim bist, dadurch, dass du Mu'min bist, dadurch, dass du Beziehung hast zu den Muslimen, dadurch, dass du muslimische Freunde hast, dadurch, dass du muslimische Kameraden hast, dadurch, dass du muslimische Eltern hast, dadurch, dass du muslimische Kinder hast, dadurch, dass du muslimische Geschwister hast. Das ist das, was dich zufrieden fühlen lässt und das ist das, was dir auch helfen wird, wenn du, wirst es eines Tages zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst. Zu den falschen Vorstellungen, die viele Leute haben, auch gerade Jugendliche, Mädchen zum Beispiel, dass sie denken, sie müssen unbedingt
die Schule machen und danach, wenn sie die Schule gemacht haben, müssen sie mit ihnen eine Ausbildung machen, damit sie eines Tages auf eigenen beiden Beinen stehen können. Auf eigenen beiden Beinen stehen können. Schwere Sprache. Und diese Sache, natürlich ist eine Angelegenheit, eine Sache, subhanallah, wie kann eine Frau denken, dass sie eines Tages auf eigenen beiden Beinen stehen muss? Allein schon dieser Gedanke gehört bestraft. Ja? Normalerweise, sowas gibt es überhaupt nicht. Eine Frau normalerweise ist ehrenvoll und wird geehrt und man kümmert sich um sie und ihre Aufgabe ist viel edler, als dass sie nach draußen geht und zu fremden Männern geht und weiß nicht was. Ja? Sondern eine muslimische Frau, sie hat ihren Ort hauptsächlich in ihrer Familie, da wo sie eine ehrenvolle Mutter ist und ehrenvolle Schwester ist, ehrenvolle Tante ist, ehrenvolle Tochter ist und so weiter und so fort. Und das sind alles verschiedene Gedanken, die wir haben, und die müssen wir korrigieren. Die müssen wir korrigieren. Ja? Eine Frau ist nicht, ihre Aufgabe ist es nicht auch wie ein Mann, dass sie eine Karriere macht, um nachher das Geld zu verdienen, sondern eine Frau hat ganz andere Aufgaben, und zwar die Aufgabe einer Mutter in der Gesellschaft, das ist viel, viel wichtiger. Und jeder Gesellschaft, wo eine Mutter diese Rolle verlässt, das wird Untergang sein, in spätestens einer Generation später, wenn alle Frauen das durchmachen, logischerweise. Weil dann gibt es keine Mutter mehr. So eine Vorstellung, liebe Geschwister, ist eine Vorstellung von einer Gesellschaft, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Eine Gesellschaft, die sagt, eine Frau, die muss unbedingt, das ist meine Tochter, die muss unbedingt studieren, unbedingt eine Ausbildung machen, unbedingt, damit sie nachher nicht verhungert, das ist nicht unser Glaube. Das ist eine Gesellschaft, die glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Weil unser Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass wir Allah vertrauen. Dass wir glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist richtig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Sachen vorgegeben, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir das machen, dann geht es uns erst gut. Und ansonsten, liebe Geschwister, ist das alles ein, sagt man, Trugbild. Die Religion, wenn du sie erst spät anfängst auszuüben, zum Beispiel im Alter von 50, 60 Jahren, stell dir vor, dein Iman ist so groß am Anfang. Und du möchtest jetzt deinen Iman steigern. Wie stärkt man seinen Iman? Was ist die Grundregel unserer Religion? Wie stärkt man seinen Iman? Wissen aneignen. Was noch? Beten. Allah glauben. Ich suche den entscheidenden Satz. Gute Taten verrichten. Ja. Das ist die, entscheidende Sache, sag ich mal. Jetzt okay? Bitteschön. Zu Mekka gehen? Ja, Hajj machen. Richtig. Das stärkt den Iman. Das ist sogar eine sehr wichtige Sache, um den Iman zu stärken. Spenden. Mashallah. Sehr gut. Machst du das auch? Gut. Das ist ganz wichtig, ne? Dass man was weiß, dass man es auch macht. Weil es bringt ja nichts, wenn ich nur weiß und ich mach's nicht. Ja. Das ist wie wenn du in eine Prüfung reingehst, ne? Du kennst die Antwort auf die Frage in der Arbeit, aber du schreibst die Antwort nicht hin. Dann wirst du dir nachher ganz schön dich ärgern, oder? Auf jeden Fall. Was ich damit sagen will, ist, wenn du erst anfängst, viele Leute fangen an, ihren Islam auszuleben, wenn sie 30, 40, 50 Jahre alt sind. Wenn du erst in 30, 40 Jahre anfängst, deinen Islam auszuleben, dann fängst du an zu beten, Koran zu lesen und so, dann hast du 10, 20 Jahre, okay, wo du deinen Iman stärkst. Dein Iman wird so groß sein. Aber wenn du von klein auf schon anfängst, deinen Iman zu stärken, von klein auf, deinen Iman, dann ist er mit 40, 50 schon geht er zur Decke. Und bis du gestorben bist, ist das Dach weg. Okay? Das heißt, dein Iman, du baust den aufeinander. Deine guten Taten, du wirst immer mehr haben. Aber wenn du erst spät anfängst, bevor du gestorben bist, dann hast du nicht viel Zeit zu beten. Es gibt eine Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo zwei Freunde, die waren immer zusammen. Immer. Egal, was sie gemacht haben. Und dann ist der eine gestorben. Der eine ist gestorben. Und eine Woche später ist der andere gestorben. Eine Woche später ist der andere gestorben. Dann haben die Leute gesagt, MashaAllah, guck wie toll. Diese waren in dieser Zeit zusammen, in diesem Leben waren sie zusammen. Und als sie gestorben sind, der eine ist gestorben, der andere auch. Das heißt, sie sind auch wieder jetzt gleich in Akhira wieder zusammen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, also sinngemäß natürlich, nicht wortwörtlich, sagte zu ihnen, wie kommt ihr auf die Idee zu sagen, dass die beiden im Jenseits auch zusammen sein werden. Der eine hat
eine Woche lang mehr gelebt als der andere. Der eine hat eine Woche lang mehr gebetet, mehr gefastet, mehr das und das gemacht. Es kann nicht sein, dass die beiden gleich sind. Wir kennen immer das schöne Beispiel, dass wir manchmal, man freut sich, ihr wisst ja, wenn jemand das Letzte, was er gesagt hat, La ilaha illallah ist, dann geht er ins Paradies, in Jannah. Und manche Leute, vielleicht sie sagen am Sterbebett La ilaha illallah und sterben als Muslim, alhamdulillah, sind dadurch gerettet. Wie zum Beispiel der Bursche, der für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gearbeitet hat, ein kleiner Junge, ein Jude. Und als er im Sterbebett lag, am Sterben war, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gegangen und hat zu ihm gesagt, sag La ilaha illallah, bezeuge, dass es kein Gott gibt, außer Allah, werde Muslim. Dann hat der Junge, der Prophet saß bei seinem Kopf, da hat sich hingesetzt und der Vater war auch auf der anderen Seite auch da anwesend. Und dann hat der Prophet zu ihm gesagt, werde doch Muslim. Und dann hat der Junge auf seinen Vater geschaut und sein Vater hat zu ihm gesagt, mach was er sagt. Und sein Vater war kein Muslim, sein Vater war Jude. Ja, sagte zu ihm, mach was Muhammad s.a.w. sagt. Und dann hat der Junge gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist raus aus dem Haus und hat dann gesagt, Alhamdulillah, alladhi anqadahu biya min an-nar oder so ähnlich. Das heißt, er sagte, Alhamdulillah, alles, Gott sei Dank, dass Allah ihn durch mich vom Höllenfeuer gerettet hat. Okay. Aber jetzt, die Sache ist gut, natürlich im Vergleich zu dem, was ihn erwartet hätte, wenn er in der Hölle gewesen wäre, das ist sehr gut für ihn, er geht ins Paradies. Aber eine Person, die ihr ganzes Leben lang von klein auf, von 6, 7, 8, 9 Jahren ihren Islam auslebt, bis sie stirbt, die ist viel besser. Eine Person, die 50 Jahre lang, wenn sie eine Person, die eine Woche besser ist, als eine Person, die eine Woche weniger hat, dann ist eine Person, die Muslim war, 60, 70 Jahre, besser als eine Person, die im letzten Moment La ilaha illallah gesagt hat. Ja. Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt es auch in einem anderen Hadith. Ihr kennt den Hadith, den berühmten Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt 7 Gruppen von Menschen, die Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag, am letzten Tag, ins Paradies gehen werden, an einem Tag, an dem es kein Schatten geben wird, außer dem Schatten Allahs. Weil die Sonne, die wir kennen hier, diese Sonne, die wird Yawm al-Qiyamah so nahe kommen zu den Menschen, dass die Menschen schwitzen werden. Also noch ein bisschen mehr als schwitzen. Es wird richtig heiß. Richtig heiß. Heißer, als du dir den Sommer vorstellen kannst. Und dann gibt es einen Schatten. Und dieser Schatten, der ist für bestimmte Leute reserviert, nicht für jeden. Manche Leute müssen in der Sonne warten und andere dürfen in den Schatten gehen. Und die Leute, die in den Schatten gehen dürfen, zu den Leuten gehört jemand, der von klein auf schon den Islam umgesetzt hat. Der von klein auf schon gebetet hat. Der von klein auf schon gefastet hat. Der von klein auf schon gesagt hat, ich möchte immer in die Moschee gehen und immer zum Imam gehen, immer zum mein Islam lernen und so weiter und so fort. Ja. Das ist ganz wichtig. Und dieser Hadith ist ganz klar, weil viele Leute sagen, später, wenn ich meinetwegen, sogar manche Leute, die arbeiten und die beten, alhamdulillah, die sagen, wenn ich dann aufhöre zu arbeiten, dann werde ich mich noch mehr um den Islam kümmern. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du wirst meistens so bleiben, wie du die ganze Zeit gewesen bist. Weil das ist eine Charakterreinigungssache. Das ist eine Übungssache. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich fange an, das zu machen. Ich fange an, plötzlich etwas Besonderes für den Islam zu machen. Das geht nicht. Du musst von Anfang an dich daran gewöhnen und dafür arbeiten. Es gibt 5 Punkte, die ich ansprechen möchte. Relativ zügig. Der erste Punkt ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Das bedeutet, sind etwa diejenigen, die wissen, genauso wie diejenigen, die nicht wissen? Jemand, der Wissen hat, Ilm hat, ist das das Gleiche wie jemand, der kein Ilm hat? Und Allah sagt, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Wirklich nachdenken, tun nur diejenigen, die den Kopf haben, die Verstand haben. Das sind die Leute, die nachdenken. Jemand, der sagt, ich lebe jetzt hier auf dieser Welt 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50, 60 Jahre und dann bin ich tot und dann gehe ich zu Allah subhanahu wa ta'ala für immer. Jemand, der vernünftig ist, der sagt, okay, dann konzentriere ich mich auf das, was danach kommt. Nicht, was ich jetzt mich drin befinde.
Sogar in diesem Leben sagen wir zu den Leuten, mach eine gute Ausbildung, lern gut in deiner Schule, damit du nachher einen guten Abschluss hast, damit du nachher eine gute Ausbildung bekommst, damit, warum? Wegen danach, nicht weil sofort. Du kriegst diese gute Ausbildung, damit du danach es einfacher hast, bei der Arbeit. Ja. Und wieso sollten wir da nicht erst recht denken über unser Leben nach dem Tod? Zweifellos. Wichtig ist, liebe Geschwister, dass jeder islamisch involviert ist irgendwie. Irgendwas islamisch macht. Egal welche Hinsicht. Zum Beispiel in einer Moschee gibt es viele Sachen, die getan werden können. Für den Islam insgesamt kann man sehr viel tun. Das Wichtige ist, dass man irgendwie mit dem Islam immer zu tun hat. Das heißt, deine Freunde, dass sie möglichst Muslime sind. Also wenn du einen Freund hast, der heißt Abdullah, dann musst du den mehr mögen als jeden anderen auch. Zum Beispiel du jetzt. Du magst deinen, wie heißt dein Freund? Ha? Marwa. Marwan, eben, weil Marwa ist ein Mädchenname. Marwan, du hast Marwan. Und wie heißt dein Freund? Salim. So. Gibt es jemanden in der Klasse, den du mehr magst als Salim? Gibt es jemanden, den du mehr magst als Marwan? In der Klasse? In der Schule? Kann sein, oder? Auch nicht. Gut, Alhamdulillah. Das ist ganz klar. Das bedeutet, dein Herz ist gesund. Warum? Weil du magst einen Muslim mehr als jeden anderen auch. Kannst du dir vorstellen, einen Muslim magst du mehr als jeden anderen auch. Egal wen. Egal wen. Manche von uns haben vielleicht sogar Eltern, die keine Muslime sind. Ist die Mutter muslimisch oder nicht? Dann musst du deine Mutter noch mehr mögen. Weißt du? Richtig. Aber warum? Weil sie deine Mutter ist und weil sie Muslim ist. Richtig? Ja, aber deine Mutter ist doch muslimisch. Okay? Deswegen. Aber wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter ist nicht muslimisch, was machst du da? Dann machst du was ganz Einfaches. Du erklärst ihr den Islam, damit sie auch muslimisch wird. So einfach ist das. Ja? Du erklärst ihr den Islam, damit sie auch den Islam annimmt, damit sie auch gerettet wird von der Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass Luqman Folgendes gesagt hat. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Auf Arabisch, ja, bunayya aqim as-salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak. Was ich damit sagen will, oder was wir darunter verstehen sollen, ist, wenn man seine Religion ausübt, soll man stolz darauf sein. Und muss man Geduld haben. Zum Beispiel, ihr macht doch manchmal Klassenausflüge oder sowas. Okay? So. Diese Klassenausflüge, die dauern manchmal mehr als einen Tag. Oder? Seid ihr schon mal irgendwo hingereist? Wie lange? Wie lange wart ihr unterwegs? Ja, und dann seid ihr am gleichen Tag wieder nach Hause. Nein, wir sind 2 Tage dort. 2 Tage, genau. Du auch, seid ihr auch schon mal so verreist? Ja, Schullandheim. Ja. Mehrere Tage wart ihr unterwegs, dort dann, im Schullandheim, ja? Okay, so. Und du? Rad? Campen. Da wart ihr auch mehrere Tage unterwegs, ja? So wunderbar. Jetzt die Frage ist, du bist mehrere Tage unterwegs. Muss man dann auch beten, oder? Ja. Richtig? So, habt ihr gebetet? Warum nicht? Hast du vergessen? Oder hast du gedacht, du musst nur zu Hause beten? Beim Campen braucht man nicht. Vergessen? Aha, und du? Ich habe immer einen sauberen Platz gebeten. Sehr gut, sehr gut. Mashallah. Der hat nicht vergessen, ne? Aber ich meine, ist doch klar, dass man beten muss, oder? Also auch wenn man campen geht, oder? Ist ja egal. Ne? Und das Tolle ist, wenn man dann betet und die Leute sehen einen, wie man betet, egal wo das ist, auf dem Bahnhof, am Strand, in der Schule,
bei der Arbeit, völlig egal. Wenn man dann betet, dann macht man zwei Sachen gleichzeitig. Erstens, man betet und zweitens, man zeigt den Leuten, man ist Muslim. Was hat denn das für einen Vorteil, dass die Leute sehen, dass man Muslim ist? Warum macht man das? Okay. Die haben dann einen Eindruck auf uns. Eindruck, ja. Besseren Eindruck. Und sie interessieren sich dann auch vielleicht dafür. Weil dann wissen sie, du bist Muslim. Und das nächste Mal, wenn sie eine Frage über den Islam haben, dann gehen sie zu dir, Marwan. Weil sie wissen, dass du bist Ansprechperson für sie. Wenn du in deiner Klasse, wir sind auch so komischerweise, wenn bei uns in der Klasse jemand ist, der zum Beispiel, sagen wir mal, Jude ist, ja, dann denkt man sofort, der kennt sich in der jüdischen Religion perfekt aus. Dann denkt man, der weiß alles über das Judentum. Und genauso denken sie über dich, weil sie haben vom Islam überhaupt keine Ahnung. Die wissen gar nicht mehr, was Allah ist. Die wissen das nicht. Und sie gehen dann zu dir und fragen dich. Deswegen ist es eine sehr wichtige Sache, dass wenn man seine Religion, wenn man betet und so, dass man das macht, dass die Leute sehen können auch. Dass die Nicht-Muslime, die Deutschen, ja, damit sie sehen können. Damit sie dich fragen, was machst du? Da sagst du, ich bete Allah an. Und dann fragst du ihn zurück, wie betest du ihn an? Sagt er, Allah, ich weiß nicht, Geld, Euro, Cent, Frau, Disco, weiß nicht was, Fernseher. Weil der betet mehr als 500 pro Tag zum Fernseher, jeden Tag. Oder? Gibt es nicht Leute, die beten mehr als 5 Stunden? Ich meine, schauen mehr als 5 Stunden Fernseher pro Tag? Gibt es, ne? Und der andere schaut Computer, spielt 5 Stunden pro Tag. Der andere macht Blödsinn 5-mal pro Tag. Der andere hört auf seine Eltern nicht 5-mal pro Tag. Gibt's auch. Ja? Und der andere betet 5-mal pro Tag. Was ist am besten? Beten. Beten. Wunderbar. Alhamdulillah. Also wir sind uns bis jetzt immer einig. Ja. Jetzt gibt's ein ganz wichtiges Thema. Zwei ganz wichtige Themen. Und die müsst ihr wirklich gut verstehen. Und das ist nicht einfach, das zu machen. Aber wenn Allah dir dabei hilft, das ist sehr einfach. Also sagst du, Allah, hilf mir dabei. So einfach ist das, okay? So. Die erste Sache ist, Allah sagt zu dir zum Beispiel, du darfst nicht in die Disco gehen. Okay? Da darf man nicht hingehen. Warum darf man denn nicht hingehen? Weil es Allah verboten hat. Ja, warum? Warum? Weil der Musik und alles ist. Ah, Musik. Auzubillah. Was noch? Weil da schlechte Leute sind. Genau. Weil da schlechte Leute sind. Ein Mensch geht doch nicht hin, wo schlechte Leute sind. Das ist ja blöd, wenn er da hingeht. Was noch? Und weil da fast alle betrunken sind. Und was trinken sie? Alkohol. Und die wissen immer noch nicht, dass Alkohol verboten ist. Vor 1400 Jahren hat Allah das schon gesagt. 1400 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen? Wir regen uns manchmal auf, wenn irgendwas aushängt, zwischen der Moschee, die Leute lesen das nicht. Innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen, eine Woche lesen das nicht. Allah hat den Koran hier gebracht seit 1400 Jahren und die Leute haben nicht gelesen. Die wissen das nicht. Das ist schlimm. Was noch? Du wolltest, glaube ich, was sagen, ne? Oder? Warum geht man nicht in die Disco? Was gibt's da? Weil da nichts außer Bier gibt. Ja. Ja, die Leute gehen dahin wegen Bier, die gehen nicht wegen Wasser. Wasser gibt's doch zu Hause. Dahinter, warte mal. Weil da nur schlechte Sachen sind. Nur Probleme. Ja, ja. Weil da Frauen ohne Kopftuch rumlaufen. Ja, a'udhu billah. Wo gibt's noch Frauen ohne Kopftuch? Ja, überall. Überall, ne? Aber du hast recht, aber ich gehe doch nicht hin, da wo ich weiß, dass da viele sind ohne, oder? Ja, dann dürfen wir nicht wieder raus. Jetzt pass auf, ich muss zum Beispiel zur Schule gehen, okay? Ich muss essen gehen, was kaufen und so, trinken kaufen, okay? Aber ich muss doch nicht in die Disco gehen, sondern das Gleiche. Okay? Da tanzen Leute. Ja. Was noch? Okay. Sag mal, woher wisst ihr das eigentlich so genau?
Ja, Betula hat euch gesagt. Ja. Aha. Gut. Gut. Aber ich denke, es gibt viele Gründe, wo ihr das wisst, nicht nur von Betula. Sondern ich denke, es gibt auch andere Gründe, wie zum Beispiel, dass man das gehört hat von Freunden, wie das da ist. Ja. Allah sagt, verboten. Was machst du jetzt? Nicht hingehen. Fertig. Das war's. Allah sagt, was hat Allah noch verboten? Man darf nicht Alkohol trinken. Ja, wa alaikum salam. Man darf nicht Alkohol trinken, richtig? Also, jemand sagt zu dir, jetzt kommt dein Papa sogar zu dir und deine Mama zusammen. Dein Papa und Mama kommen zu dir und sagen, hier ist ein Glas Alkohol, trink. Was machst du jetzt? Nein, ich trink's nicht. Wunderbar. Weil es Gott verboten hat. Jazakallahu khair. Barakallahu fik, Murat. MashaAllah. So ist richtig. Ja. Wenn Allah gesagt hat, nein, dann ist nein. Fertig. Weil eines Tages, du gehst zu Allah alleine. Ohne Papa, ohne Mutter, ohne sonst niemanden. Und er wird dich fragen, warum hast du etwas gemacht, was ich dir verboten habe? Und dann sagst du, ich habe nicht gemacht, Alhamdulillah, und dann bist du, kannst du in Jannah gehen. Ja? Aber wenn du sagst, ich habe Alkohol getrunken, es war mir egal, ich wusste, das war haram, ich habe es trotzdem gemacht, dann wirst du ein Problem haben. Das ist ein Problem. Jetzt ist die Sache, warum mögen manche Leute Alkohol? Und warum mögen manche Leute in die Disco gehen? Und warum mögen manche Leute Musik hören? Und warum mögen manche Leute Sachen tun? Manche Leute haben sogar einen Hund zu Hause. Könnt ihr euch das vorstellen? Und eine Katze. Die Katze ist okay, kann sie behalten. Katzen sind sauber, ja? Aber Hunde sind dreckig. Ja? Stell dir mal vor, jemand hat ein Schwein zu Hause. Das gibt's auch teilweise, ja. Aber ein Hund, stell dir vor, jemand hat einen Hund zu Hause. Hund, das geht überhaupt nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das verboten. Ja, bitteschön. Ja, weil die Leute halt traurig sind. Was sind, da wollen die ganz traurigen Schmerz rauslassen. Am Hund? Ja, also mit dem Spielen alles vergessen halt. Oder zum Beispiel am Alkohol nicht mehr. Ja, natürlich. Okay, und wie macht ein Muslim das? Man betet zu Allah, natürlich. Allah sagt im Koran, wasta'inu bis sabri was salah. Allah sagt im Koran, sucht Hilfe im Gebet und in der Standhaftigkeit. Im Gebet kann man Hilfe bekommen durch Allah subhanahu wa ta'ala. Zweifellos. Deswegen, der Muslim braucht das alles gar nicht. Und außerdem, wenn man Alkohol trinkt, was hat man davon? Hat man dann sein Problem gelöst? Nee. Du hast ein viel größeres. Weil erstens machst du dein Hirn kaputt und zweitens kotzt du am zweiten Tag. Und drittens, du machst dich lächerlich. Weil die Leute lachen über dich und viertens verschwendest dein Geld. Und was fünftens? Und man irgendwie vielleicht irgendwo auf der Straße. Ja, natürlich. Vor kurzem war ich hier in der Stadt am Abend und dann habe ich gesehen bei einer Postbank oder sowas, weiß nicht wo, da lag jemand da drin einfach. Besoffen, Polizei kam und die mussten den mitnehmen. Der lag einfach da nachts. Stell dir vor, du liegst da nachts. Man muss sich holen. Bekommt man so komische Gedanken? Wodurch kommt man so komische Gedanken? Es gibt zwei Wege. Der eine Weg in die Augen und der andere Weg ist das, was man hört. Dein Herz ist normalerweise ganz sauber. Allah, als er dich geboren hat oder geboren hat lassen, da hat er dir ein ganz sauberes Herz gegeben. Und je nachdem, was du jetzt anschaust und was du hörst, je nachdem wird dein Herz sauber oder dreckig sein. Das heißt, wenn du viele Sachen siehst oder hörst, die Allah nicht mag, dann wird dein Herz immer dreckiger. Genauso wie die Lunge. Wenn einer viel raucht, dann muss er immer viel husten. Warum muss er viel husten? Weil er muss den Dreck raushusten. Versteht ihr? Und die Lunge wird immer schwärzer, schwärzer, schwärzer. Das Herz genauso. Wenn du immer Dinge siehst, die du nicht sehen darfst und Dinge hörst, wie Musik und Lästern, wie du vorhin gesagt hast, die Leute reden über andere schlecht, dann wird dein Herz immer schwärzer. Und es gibt ein Instrument, ein Gerät heutzutage,
der macht das 24 Stunden. Der versucht, der ist extra für dich da und der ist wahrscheinlich sogar in deinem Zimmer. Der versucht extra dein Herz schwarz zu machen, 24 Stunden pro Tag. Die ganze Zeit, durch die Augen und durch das Hören. Wer weiß es und macht die Hand hoch? Wer weiß es und macht die Hand hoch? Was meinst du? Ha? Der Teufel steckt dahinter. Hast du recht. Aber die können, der Teufel ist auch ein Jinn. Passt zusammen. Passt zusammen. Aber das Gerät, was ist das Gerät? Die Jinns. Das hat er gesagt. Welches Gerät zu Hause? Welches Gerät? Die Playstation, alles. Fernseher. Wunderbar. Wunderbar. Du weißt das. Wer, guck mal, ihr könnt ehrlich jetzt antworten. Wir sind hier und ich kann das rausschneiden, ist kein Problem. Okay? Wer ist der Meinung, dass Fernseher ist gut für den Menschen? Wer ist der Meinung, dass im Fernseher gibt es mehr Gutes als Schlechtes? Also die Sender, wie viele Sender gibt es? Über Kabel. Wie viel? 36? Ja. Ungefähr, oder? Ich dachte auch sowas. Ja. Sagen wir mal 40, 50, völlig egal. So, wie viele davon sind islamisch? Null. Welche islamische Kanäle? Jazeera. Ich meine islamisch, habe ich gesagt. Also über Satellit. Nee, über Kabel reden wir. Fast gar nicht, ist gut. Sind gegen den Islam. Gegen Islam? Ja. Das, was man eigentlich im Fernsehen sieht, eigentlich immer nur gegen Islam. Das heißt, wir haben keinen islamischen Sender. Okay, was gucken wir dann? Gar nichts. Gar nichts. So soll es sein. Und wie ist die Realität? Da gibt es islamische Sender. Ja. Aha. Wie viele Satellitfernseher gibt es? Sender? Ich würde auch sagen, über 1000 dafür. Über 1000. Islamisch davon? 10? Also, ich finde 10 sehr gut. Also, 10 ist sehr viel. 10 ist sehr viel. Es läuft vielleicht auf 2, 3 hinaus. Im Endeffekt. Ja. Aber es gibt auch Sender, die sagen, sie sind islamisch, aber sind nicht islamisch. Von den Kabelfernsehen, die du zu Hause hast, wie viele Sender, du hast vorhin, du hast gesagt, was tust, glaube ich, ne? Du hast gesagt, dort gibt es, bei der Diskothek, gibt es Frauen ohne Kopftuch. Die Fernsehsender, die heute im Fernsehen, wie viele Frauen kommen da ohne Kopftuch? Oder gibt es Fernsehsender ohne Frauen mit Kopftuch? Gibt es dort Sender, wo nur Frauen kommen mit Kopftuch? Das gibt es nicht. Von Kabelfernsehen. Aha. Also ihr müsst wissen, ob ihr wollt oder nicht. Wenn ihr ein sauberes Herz haben wollt, je länger ihr so etwas anschaut, desto schlechter ist das für euer Herz. Und je mehr ihr sowas anschaut wie MTV oder Viva und solche Sachen, desto schlechter ist das für eure Ohren. Was heißt das schlecht und gut für eure Ohren? Ich gebe euch ein ganz schönes Beispiel. Hier, da dieses, nennt man das Redekanzel, diese Kanzel. Da steigt man manchmal drauf und redet was, einmal die Woche, oder? Der Khatib, freitags. Der da hier spricht und redet, wie, durch welchen von den zwei Eingängen zum Herzen kann er mit dem Menschen reden? Wir haben gesagt, gibt Augen und gibt Ohren. Durch welchen von den beiden spricht er die Leute an in der Moschee? Der Mund, also du meinst, du hörst das mit den Ohren, du hast recht. Du wolltest auch sagen wahrscheinlich, ne? Du sagst beides, gebe ich dir auch recht, aber hauptsächlich sagen wir mal die Ohren. Wunderbar. Und das ist das Problem. Der Mann hier schreit sich manchmal die Kehle raus und versucht den Leuten irgendwas zu sagen, aber die machen es nicht. Die machen es einfach nicht. Sagt es einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, also die Leute machen es nicht. Warum machen sie das nicht?
weil hier ist was nicht in Ordnung. Weil wir gesagt haben, wir haben schon zu viel Schmutz hier gehört und deswegen bringt das nichts mehr, wenn man nur noch spricht. Das macht nichts, bringt nichts mehr. Versteht ihr? Ja. Das ist genau das gleiche mit dem Koran lesen. Wir lesen den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt Dinge im Koran, die normalerweise, wenn man das liest, man muss so Angst kriegen. Wenn Allah dir androht, er sagt dir, mach das auf keinen Fall, was du machst. Sonst wirst du sehen, was mit dir passiert. Und du machst es trotzdem, dann normalerweise, wenn du das siehst, du musst in Ohnmacht fallen, du musst umfallen vor Angst. Aber das passiert nicht. Das passiert nicht, weil wir haben schon andere Sachen gesehen, sodass wir uns dadurch nicht mehr mitnehmen lassen. Je mehr Schmutz du siehst, je mehr Schmutz du hörst, desto weniger wirst du auf Allah hören, was er gesagt hat. Ja? Musik ist überhaupt nicht erlaubt. Auch nicht Instrumente? Gar nicht, überhaupt nichts. Musik, gar nicht. Ha? Reiten kannst du ja. Und was ist das? Reiten, sehr gut, ja. Noch schlimmer, sag keinen Namen bitte. Noch schlimmer, weil stellt euch mal vor, ich frage dich eine Sache. Eine Person, die Musik macht für den Islam, okay? Sie macht das entweder, um Geld zu verdienen, oder um den Islam zu verbreiten, okay? Um dass die Leute den Islam mögen, oder? Wunderbar. Wenn man den Islam benutzt, um Geld zu verdienen, also da brauchen wir nicht darüber sprechen. Also das ist kein Tijara hier, das ist kein Handel. Geld, man macht kein Geld mit Islam, man macht Hasanat mit Islam. Okay? So, das ist also Quatsch. Jetzt macht er Musik, damit der Islam bekannter wird. Das heißt, er will Allah damit zufriedenstellen. Er will, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Aber das ist jetzt, wie nennt man das im Islam, wenn man so etwas macht? Wenn man etwas macht, auf eine neue Art und Weise. Also einer fängt an zu tanzen. Es gibt manche Leute, die tanzen. Die drehen sich im Kreis, Derwische, tanzende Derwische, ja. Und die sagen, wir beten zu Gott so, indem wir uns tanzen. Oder wir machen auf Gott aufmerksam, indem wir uns tanzen. Ja? Das nennt man auf Arabisch eine Bid'a. Und das ist Haram. Das darf man überhaupt nicht machen. Das heißt, du kannst doch nicht anfangen, plötzlich auf neue Art und Weise Gott anzubeten. Dann wofür kam dann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Wofür? Der Prophet kam, sallallahu alaihi wasallam, damit er dir sagt, wie du beten sollst. Jetzt kommst du auf die Idee, eine neue Art zu machen, zu beten? Ja, deswegen solche Sachen überhaupt nicht. Nein. Und außerdem, ein Muslim hat keine Zeit. Wenn du schön Gesang magst, wenn du schön Musik magst, also gegen Klang, jeder Mensch mag schöne Klänge. Es gibt keinen Mensch, der keine schönen Klänge mag. Dann ist das Beste, was du machen kannst, ist, dass du Koran liest. Und es gibt eine Regel, die lautet, das Herz des Menschen kann niemals mit zwei Sachen gleichzeitig erfüllt sein. Mit der Liebe zur Musik und der Liebe zum Koran. Das geht nicht. Das geht nicht. Jemand, der sehr gerne Koran liest und täglich Koran liest und täglich Koran wiederholt und lernt, auswendig lernt, gleichzeitig er macht Musik, das gibt es nicht. Und eine Person, die sehr viel Musik hört, sagen wir jeden Tag eine Stunde oder so, und gleichzeitig, sie liebt den Koran und sie kennt ihn auch, den Koran sehr gut, das gibt es nicht. Wenn jemand jetzt behauptet, das Gegenteil, darf er, kein Problem, weil ich kann ja sein, ich liege falsch. Wenn jemand jetzt sagt, nein, ich mag Musik sehr, sehr gern, okay, und den Koran auch sehr, sehr gern, dann können wir gleich, da habe ich jetzt ein paar Fragen an ihn über den Koran, um zu sehen, ob er den Koran sich wirklich gut auskennt im Koran, ob er den Koran wirklich liebt, bitteschön. Ah, wunderbar, wunderbar. Die einfachste und beste Antwort ist immer, weil Allah und sein Prophet das verboten haben. Das ist die beste Antwort, die man geben kann. Und warum ist das die beste Antwort? Weil Allah und sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie wissen am besten Bescheid, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Deswegen, wenn Allah etwas für dich verboten hat, dann muss es schlecht für dich sein.
Es kann nicht sein, dass Gott dir etwas verbietet, was gut für dich ist. Das geht nicht. Und wenn Gott dir etwas verboten hat, dann musst du Gott vertrauen und wissen, dass diese Sache nicht gut für dich ist. Die Realität habe ich vorhin gesagt schon. Die Realität zeigt, dass es gibt keine Person, die beides zusammen mag. Es gibt es nicht. Eine Person, die den Koran liebt und gleichzeitig die Sänger liebt, ich mag jetzt mal keinen Namen nennen, die gleichzeitig das eine mag und das andere mag, das gibt es nicht. Ja? Diskutiert wird auch nicht interessant ohne Musik. Diskutiert wird nicht? Wäre auch nicht interessant ohne Musik. Wäre auch, natürlich. Natürlich. Man hat auch, habe ich gehört, also habe ich auch oft gelesen, man hat ja auch nachgewiesen, dass die Musik, egal welche Art von Musik, oft zu Krankheiten führt, also zu psychischen Krankheiten, Depressionen zum Beispiel und traurig sein und sowas. Also dass man am Anfang vielleicht ein gutes Gefühl hat, wie man sagt, aber dass später sich so negativ, sehr viele negative Gefühle entwickeln. Vielleicht ist das auch das heißt, Langzeitfolgen, sagst du. Das heißt, am Anfang, man lässt sich durch Musik durch aufpeppen, wie man sagt, ja. Und aber nach langer Zeit dann hat das Schlechte. Guck mal, eines der schlechten Merkmale auf langer Zeit ist auch, also neben dem, was du gesagt hast, ist, dass man Freunde hat, die das auch mögen. Man sucht sich immer Freunde aus, die die gleichen Interessen haben wie man selbst. Und diese Freunde, wo bringen sie einen hin? An Orte, die nicht in Ordnung sind. Wie zum Beispiel Diskothek. Ja? Das sind die Orte, wo die Leute hingehen, damit sie auch Musik hören. Warum geht man in die Diskothek? Es sei denn, man macht dort etwas. Irgendjemand hat noch die Hand gehoben da. Bitteschön. Was macht man, wenn man so in diesem Umfeld, wo alles Fußball, Geburtstag, Vatertag, Muttertag, Manipulation, die wir in dem Leben, ja. Zeitung lesen, wo alles auch gegen das Islam steht. Gegen mich als Mensch. Richtig. Und all diese Empfehlungen, vielleicht kannst du das später beantworten, all diese Empfehlungen, wie kann ich merken, wo ich tief richtig unter Wasser stehe? Richtig. Das ist eine gute Frage und die Antwort darauf ist eben eigentlich einfach. Aber die Umsetzung davon ist manchmal nicht so einfach. Die einfache Antwort ist darauf, dass man versucht, so viel wie möglich Kontakt zu haben mit Muslimen und Kontakt zu haben mit der Moschee. Je mehr du deine Zeit verbringst mit gläubigen Geschwistern, vernünftigen Geschwistern, Geschwistern mit gutem Benehmen, gläubigen Geschwistern in der Moschee, desto besser wird da, wenn alle diese Probleme, die der Bruder gerade eben erwähnt hat, werden sie gelöst. Wenn du nur mit Muslimen bist, da gibt es keinen Vatertag, keinen Muttertag und keinen Fastenschwein-Tag, ja. Und wenn du nur mit Muslimen bist, dann feiern die auch keinen Geburtstag und keinen Sonntag und was nicht was. Und wenn du nur mit Muslimen bist, die gehen nicht in die Diskothek, trinken keinen Alkohol, trinken. Wenn du nur mit Muslimen bist, die beten mit dir zusammen, die fasten mit dir zusammen, lesen mit dir zusammen Koran. Das heißt, die Probleme lösen sich automatisch alle gleichzeitig, wenn man gute Freunde hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder Mensch, das ist ungefähr, auf Arabisch der Ehrlichkeit halber, das heißt, Ar-Rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalim. Auf Deutsch ungefähr heißt es, jeder Mensch ist so, wie seine Freunde sind. Deswegen pass auf, wer deine Freunde sind. Deswegen pass auf, wer deine Freunde sind. Wenn deine Freunde gläubig sind, dann in deiner Klasse, such die Leute aus, die Muslime sind und versuch mit denen am meisten deine Zeit zu verbringen. Dann wird es dir am besten gehen. Dann wirst du am wenigsten Probleme haben. Wenn du beten musst, dann hast du nicht Angst, alleine zu beten. Dann betest du zusammen mit deinen Freunden. Auf dem Landschulheim, auf der Schulfahrt, egal wo. Ja? Das heißt nicht, dass es gut ist, dass du auf Landschulheim geht. Ich sage nur, wenn man mal in die Versuchung gekommen ist, dort zu sein. Liebe Geschwister, heute, inshallah, weil es schon 7 Uhr ist und ich wollte eigentlich maximal eine Stunde reden, wollen wir zusammen ein Projekt starten. Ein Projekt starten, durch das wir unseren Iman, unseren Glauben im Herzen stärken können. Und dieses Projekt, liebe Geschwister, bedeutet ganz einfach, Allah hat dir ein Geschenk gegeben. Das wertvollste Geschenk, was Allah dir gegeben hat. Was ist das wertvollste Geschenk, Murat? Was ist das wertvollste und beste, was Allah dir gegeben hat? Ja? Augen. Ha? Augen. Augen?
Es gibt noch was Besseres. Die Füße? Nein. Der Islam. Der Islam. Was wolltest du sagen? Ja. Wunderbar. Du musst auch Ja sagen jetzt. Keine Warte. Der Islam, der Iman, dass du Muslim bist, das ist das beste Geschenk. Was haltet ihr von jemandem, der etwas ganz Wertvolles hat und das nicht mit anderen Leuten teilt? Nee, was denkst du über so eine Person? Du siehst jemanden, der hat zum Beispiel eine Schokolade. Magst du Schokolade? Ja. Ja? Was ist deine Lieblingsschokolade? Nuss. Nuss. Gut. Du siehst, dein Papa hat Nuss. Okay? Und du sagst ihm, Papa, gib mir auch was davon ab. Und er sagt dir, nee. Was denkst du da? Schlechter Mensch. Schlechter Mensch, ja? Ja. Geizig, sehr schön. Und deswegen, das Wertvollste, was wir haben, ist der Islam. Und der Islam, besonders der Islam, den müssen wir anderen Leuten auch geben. Weil das Tolle am Islam ist besser als die Schokolade, von der er gesprochen hat. Warum? Weil die Schokolade, wenn jemand davon isst, die wird weniger. Und wenn du die jemand anderes gibst, die wird dann nur halb. Du hast ein Stück, der hat nur noch die Hälfte, dann hast du noch, wenn du abgegeben hast. Ja? Aber wenn du den Islam jemand anderes gibst, was dann passiert? Dein Islam wird noch stärker. Dein Iman wird noch stärker. Das heißt, du gibst es jemandem und wird noch stärker. Subhanallah, wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber Allah macht das so. Ja? Ich hab heute von Mim so, da kann man so, heute doch in heute Moschee. Da haben wir doch gebetet, noch Gebet kriegen wir doch Süßigkeiten, hat er gesagt. Und dann habe ich mir, also ich hatte so zwei gekriegt und die habe ich zu meinem Vater geschenkt. Weil du gebetet hast? Mhm. Hast du jemand aus deinem Papa geschenkt? Mhm. MashaAllah, sehr schön. Und heute wollen wir etwas auch anderen Leuten schenken. Ihr müsst euch vorstellen, nach dem Tod, was gibt es nach dem Tod? Gibt es zwei Wege. Kennt ihr die beiden Wege? Ja? Also, einmal glaube ich, zum Jannah. Ja, zum Jannah und andere? Jannah. Wunderbar. Und was wolltest du sagen? Wer dein Prophet ist. Genau, je nachdem, wer dein Prophet war, hast du recht. Ja. Wenn du gestorben bist, gibt es zwei Wege. Einmal gibt es die Hölle, da wo man für immer drin beraten wird und verbrennen wird. Und das andere ist Paradies. Dann gibt es, was du möchtest. Egal, was du dir wünschst, gibt es im Paradies. Wo geht der Markus und der Matthäus und der Lothar und der Stefan und der Hans, wo gehen die hin, wenn sie gestorben sind, wenn sie Christen sind? Ja. In Jahannam. Und was wolltest du sagen? Ebenfalls, ne? Und Murat? Was meinst du? Wo geht der Markus hin, wenn er gestorben ist? Jahannam. Willst du das? Nein. Du willst das nicht. Willst du das? Willst du das? Was willst du dagegen tun? Die Leute davor bewahren, dass wie? Wunderbar. Genau das wollen wir erreichen. Ich habe mal meine ganze Klasse, wir waren so in der Tribüne. Und da waren so ein paar, ganz viele Menschen. Und jeder durfte irgendwas sagen. Und ich habe zu allen Menschen gesagt, die Religion des Muslims. Allahu Akbar. MashaAllah. Murat, weiter so. Das ist sehr gut von dir. Du musst immer den Leuten über den Islam erzählen. Ich richtig. MashaAllah. Sehr gut, Murat. Das gefällt mir. Deswegen, wir müssen versuchen, dass die Leute vom Islam hören. Hier in Heilbronn, wir haben ungefähr 120.000 Einwohner. Richtig? Ungefähr? Kann man sagen? So. Wie viele davon sind Muslime? Ungefähr? 10.000? So.
Das heißt also über 100.000 keine Muslime. Aber wisst ihr was, diese 100.000, die sind auch viele arme Menschen. Aber warum sind sie arm? Nicht, weil sie kein Geld haben, nein. Wegen was? Ja, weil, warum machen sie schlechte Taten? Weil sie mit schlechten Leuten zusammen sind, weil? Mashallah. Sehr gut. Weil sie keine Muslime sind, weil sie nicht wissen, was Islam ist. Und unsere Aufgabe ist es, dass die Leute alle wissen, was der Islam ist. Wir können niemanden zwingen. Wir können nicht jemanden der Knarre am Kopf behalten und ihm sagen, entweder Muslim oder tot. Das können wir nicht machen. Aber wir können jemandem sagen, pass mal auf, lieber Freund, wenn du den Islam annimmst, du wirst in Jannah gehen. Wenn du den Islam ablehnst, du wirst in die Hölle gehen. Du hast die Entscheidung. Ich kann dir empfehlen, geh in Jannah. Ist besser für dich. Das können wir mit den Leuten machen. Und das wollen wir mit den Leuten machen, heute inshallah. Heute. Okay? Und dafür haben wir extra, Alhamdulillah, der Bruder Ibrahim, okay, hat einen Stadtplan. Und dieser Stadtplan, kommst du mal nach vorne, Barakallahu Fik. Da sind die Städte, jetzt haben wir hier die Straßennamen hier drin. Und wir wollen jetzt bitte Gruppen bilden. Und wir wollen versuchen, in jeder, so, wie viele Leute kommen in eine Gruppe? Was meinst du? Zwei, drei Leute? Zwei ist gut. Zwei? Drei? Was ist zu dritt? Drei. Also mindestens zwei und maximal drei. Okay? Zwei oder drei. Bitte bildet jetzt bildet jetzt Gruppen. Jeder bitte eine Gruppe bilden. Und damit wir die Aufgaben inshallah verteilen. Die Aufgabe ist ganz einfach, ist nur Sachen in Briefkästen werfen. Sonst gar nichts. Mensch, das ist das. Okay? Ich habe jetzt so genau. Hier, wir sind hier. Hey. Salasum, wir sind hier. Wunderbar. Barakallah. Bleib hier.